Die Legende von der Arche Noah hat jahrhundertelang die Fantasie beflügelt, ein gigantisches Schiff, das gebaut wurde, um eine katastrophale Flut zu überstehen und das die letzten Überreste von Mensch und Tier an Bord hatte. Im Laufe der Jahrhunderte hat die Suche nach dieser alten Arche die archäologische Forschung vorangetrieben. Doch was wäre, wenn neue Beweise auftauchen würden, die verblüffende Geheimnisse über die letzte Ruhestätte der Arche enthüllen? Was sagt diese Entdeckung über die Wahrheit von Noahs Geschichte aus? Bereiten Sie sich darauf vor, erstaunt zu sein, wenn wir die unglaubliche Entdeckung enthüllen, die die Forscher in Erstaunen versetzt, das Innere der Arche Noah in der Türkei. Die Arche Noah ist eine Legende von großer religiöser und kultureller Bedeutung. Die Geschichte findet sich in der Bibel, der Tora und dem Koran und erzählt von der Arche, die der Prophet Noah auf Anweisung Gottes baute, um eine große Flut zu überleben. In der Arche befanden sich Noah und seine Familie sowie je ein Paar von jeder Tierart der Erde. Der Berg Ararat wird als der Ort erwähnt, an dem die Arche am Ende der Flut zur Ruhe kam. Abgesehen von religiösen Texten wird die Arche Noah auch im sumerischen Gilgamesch-Epos erwähnt. In diesem Epos geht es um die sumerischen Götter und um Ziusudra, der Noah entspricht und die Geschichte von drei Überlebenden der Flut erzählt. Es wird angenommen, dass diese Geschichte mit geringfügigen Abweichungen in den heiligen Büchern der drei großen Religionen zu finden ist. Die physischen Überreste der Arche Noah zu finden, ist seit langem ein Ziel für Archäologen, Historiker und Abenteurer. In diesem Zusammenhang hat vor allem der Berg Ararat in der Türkei als möglicher Fundort viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die populärste Theorie über den Verbleib der Arche Noah lautet, dass sie auf dem Berg Ararat in der Osttürkei ruhte. Diese Behauptung war bereits Gegenstand verschiedener archäologischer und geologischer Untersuchungen. Im Jahr 1959 entdeckte der Luftbildfotograf Ilhami Durupna am Fuße des Berges etwas, das wie ein großes schiffsähnliches Gebilde aussah. Diese Struktur wurde später als Durupna-Stätte bezeichnet und wurde zu einer weltweiten Sensation. In den 1980er Jahren führte der amerikanische Forscher Ron Wyatt umfangreiche Forschungen am und um den Berg Ararat durch. Wyatt behauptete, einige Strukturen entdeckt zu haben, die er mit den Überresten von Schiffen verglich. Diese Erkenntnisse wurden von der wissenschaftlichen Gemeinschaft jedoch nicht als überzeugend genug angesehen. Im Jahr 2010 gab Noah's Ark Ministries International, NAMI, eine in Hongkong ansässige Gruppe, bekannt, dass sie auf dem Berg Ararat einige Holzstrukturen gefunden habe, die ihrer Meinung nach zur Arche Noah gehören. Diese Behauptung stieß jedoch auch auf ernsthafte Kritik, die erhebliche Zweifel an der Echtheit der Funde aufkommen ließ. Trotz dieser aufregenden Entwicklungen mahnen Akademiker und Wissenschaftler zur Vorsicht und betonen die Notwendigkeit gründlicher Untersuchungen und sorgfältiger Bewertungen, bevor sie voreilige Schlüsse ziehen. Während die Sonne untergeht, wirft der Schatten der Arche ein warmes Licht auf die Landschaft und erinnert in aller Stille an die Geheimnisse, die es noch zu lüften gilt. In der Nähe des Berges Ararat wurde eine Entdeckung gemacht, die unsere bisherigen Überzeugungen in Frage stellen und noch mehr Neugier wecken könnte. Einige Wissenschaftler weisen jedoch darauf hin, dass der Mythos der Arche Noah im historischen und archäologischen Kontext äußerst schwer zu beweisen ist. Vor allem das Fehlen geologischer Beweise erschwert die Bestätigung einer solchen Entdeckung. Die bisherigen Forschungen auf dem Berg Ararat haben keine eindeutigen geologischen oder archäologischen Beweise für eine Arche gefunden, die nach der Flut dort gelegen haben soll. Außerdem betrachten viele Wissenschaftler die Geschichte der Arche Noah eher als Teil mythologischer und religiöser Erzählungen denn als historische Ereignisse. Man geht davon aus, dass solche Geschichten größtenteils auf mündlichen Überlieferungen beruhen und daher eher moralische oder religiöse Botschaften enthalten als historische Fakten. Wie wir bereits zu Beginn unseres Videos erwähnt haben, dauert die Suche nach der Arche Noah schon seit Jahren an. Forscher aus der ganzen Welt haben auf der Grundlage von Hinweisen aus den heiligen Büchern nach dem Standort dieser geheimnisvollen Arche gesucht. Eine der bemerkenswertesten Entdeckungen im Zusammenhang mit der Arche Noah wurde 1951 von russischen Wissenschaftlern gemacht. Bei der Erforschung des Kaftals am Berg Hudi fanden Archäologen alte und verrottete Holzstücke. Diese Entdeckung gab Anlass zu weiteren Forschungen, die zur Freilegung weiterer alter Stücke führten. Unter den gefundenen Stücken stach ein Holzstück hervor, das sich weder verändert noch verrottet hatte.
Während andere Holzstücke im Laufe der Zeit verfallen waren, blieb dieses Stück unversehrt. Nach Abschluss ihrer Arbeiten identifizierten die Forscher 1952 die Holzstücke und die intakte Holzplatte als Teil der Arche Noah. 1953 führte eine Delegation von Altphilologen aus der Sowjetunion eine achtmonatige Untersuchung der fraglichen Platte durch. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass die Platte zur Arche Noah gehörte und dass Noah diese Platte mit Namen versehen als Segen und Wächter hinterlassen hatte. Die Untersuchung der Platte durch den Ausschuss ergab, dass die Schrift in der Sprache Samani verfasst war. Die Übersetzung ins Englische wurde von E.F. Marx, einem Experten für alte Sprachen von der Universität Manchester, angefertigt. Die türkische Übersetzung lautet wie folgt: O Gott und mein Helfer, hilf mir um deiner Barmherzigkeit und Güte willen und um dieser heiligen Menschen willen. Mohammed, Ali, Hassan, Hussein, Fatima, das sind alles große und ehrenwerte Menschen. Das Universum wird für sie aufrechterhalten. Hilf mir in ihrem Namen. Du allein kannst mich auf den rechten Weg führen. Sprachwissenschaftler waren über die Namen auf der Tafel erstaunt. Die Tatsache, dass die Tafel seit mehr als 5000 Jahren unversehrt geblieben ist und dass Noah die Namen der Al-Albed vor vielen Jahren als Symbol des Segens und des Schutzes auf seine Arche geschrieben hat, während er Allahs Hilfe für ihre Verehrung erbat, ist wirklich bemerkenswert. Es gibt auch einen Hadith, der diese wunderbare Tatsache belegt. Der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sagte: Wenn wir nicht gewesen wären, wäre die Arche Noah nicht gesegelt. Über diese Begebenheit wurde 1985 in der irakischen Zeitschrift Nayaf al-Asraf und in dem Buch Ilya des pakistanischen Verlags Lahore Marif berichtet. Die Platte ist heute im Moskauer Museum für Altertümer ausgestellt. Obwohl die Behauptung, die Arche Noah sei in der Türkei gefunden worden, sowohl in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erregt hat, konnten diese Behauptungen bisher nicht mit schlüssigen Beweisen belegt werden. Zwar hat die Erforschung des Berges Ararat und seiner Umgebung im Laufe der Zeit zu verschiedenen neuen Behauptungen geführt, doch bleibt die Frage, ob die Arche Noah wirklich existiert und wenn ja, wo sie sich befindet, ein unbeantwortetes Rätsel. Daher sollten Behauptungen über die Entdeckung der Arche Noah mit Vorsicht betrachtet werden und eine wissenschaftliche Überprüfung sollte ernst genommen werden. Wo befindet sich die Arche Noah Ihrer Meinung nach? Könnte sie sich innerhalb der Grenzen der Türkei befinden? Vergessen Sie nicht, Ihre Antworten und Meinungen im Kommentarbereich mitzuteilen.